eh damit gerechnet, dass es rund um diese Aspinag-Besetzung zu einer Anklage gegen Strache kommen wird? Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, sondern das muss das Gericht beurteilen, die Staatsanwaltschaft, wie man hier vorgeht. Was werden Sie heute aussagen? Ja, die Wahrheit. Der Zeuge ist ja auch verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Wir berichten die Dinge so, genauso wie sie auch waren. Haben Sie gewusst von den Zahlungen von Stieglitz an diesen Verein Austria in Motion? Nein, das habe ich nicht gewusst. Hat Heinz gestern starke Druck auf Sie ausgeübt, ihm einen Aufsichtsratsposten zuzuordnen? Er hat natürlich in seiner Funktion Wünsche geäußert, aber Druck auf mich auszuüben, eine Entscheidung zu fällen, das ist nicht passiert. Also die Entscheidung war Ihre? Die Entscheidung ist immer die Entscheidung des verantwortlichen Ministers, natürlich. Ja. Herr Hofer, wann haben Sie den Herrn Strache das letzte Mal gesehen? Vor einigen Monaten im südlichen Burgenland. Also das ist nicht das erste Mal seit seinem Rücktritt? Das ist jetzt das dritte Mal. Ich habe ihn einmal gesehen bei einem Fernsehinterview, wo er vor mir Gast war und da gerade herausgegangen ist. Und jetzt das dritte Mal. Wie ist Ihr Verhältnis dazwischen? Ja, normal. Ja. Also wir haben sehr viele Jahre auch zusammengearbeitet. Natürlich gab es auch Spannungen aufgrund der gesamten Ereignisse rund um Ibiza, aber man muss ja auch in die Zukunft schauen. Das ist jetzt der zweite Prozess wegen Bestechlichkeit, der gegen Strache geführt wird. Es ist der ehemalige Obmann, sehr lange war er Obmann. Wie sehen Sie dem entgegen? Ist es schade, blicken Sie da schade zurück? Wie gesagt, das ist nicht die Aufgabe von mir zu beurteilen, wer angeklagt wird und wo es Untersuchungen gibt. Dafür gibt es ordentliche Gerichte und auch die Staatsanwaltschaft. Und es gibt ja derzeit sehr viele anhängige Verfahren, die wir alle mit Interesse beobachten. Ich meine, den Blick auf Herrn Strache als ehemaligen Obmann, das jetzt das zweite Mal vor dem Richter in Bestechlichkeit steht, seit der Ibiza-Affäre, ob Sie da mit einem weinenden Auge in Richtung ehemaligen Obmann blicken? Ja, wie geht's Ihnen? Es ist ja nicht meine Aufgabe, erst vor der Medienöffentlichkeit zu beurteilen, wie meine Emotionen sind. Aber ich kann eines sagen, ich habe sehr viel Energie hineingesteckt in vielen Jahren in ein Projekt, das mir sehr wichtig war. Und auch in die Regierungsarbeit. Sie müssen wissen, das war ja ein unheimlich viel Arbeit. Es war für mich die erste Beteiligung in der Regierung, dann war noch der Ratsvorsitz. Man ist also als Ratsvorsitzender für große europäische Projekte verantwortlich. Dann die Regierungskoordination und das große Ministerium. Also wenn ich zurückblicke, war es eine Zeit mit sehr, sehr viel Arbeit und vielen Terminen. Denken Sie, die Vorwürfe könnten berechtigt sein? Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das wird das Gericht beurteilen. Hätten Sie Stieglitz auch in den Aufsichtsrat genommen, ohne Strafes davor sozusagen? Also wir haben uns überlegt, ich habe sehr viele Positionen zu besetzen gehabt in Aufsichtsräten. Und da haben wir uns die Lebensläufe angesehen und dann beurteilt, ob das Sinn macht, jemanden dort zu berufen oder nicht. Und bei Stieglitz war es sicher so der Fall, dass aufgrund seiner Vorerfahrung als Immobilienentwickler er geeignet war für die Funktion des Aufsichtsrates. Also Sie würden ihn wiederbestellen? Na, ich wiederbestellen ist eine andere Sache, nach allen Problemen, die wir jetzt hatten rundherum. Aber damals aufgrund seines Lebenslaufs und seiner Kenntnisse war er geeignet für die Funktion des Aufsichtsrates. Danke.